Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in Liberty City und hallo und herzlich willkommen zurück zu The Lost and Damned. Ja, das letzte Mal haben wir hier mit dem unserem guten, jetzt weiß ich gar nicht mehr, Johnny Cubits Spike und des Präsidenten abgeholt. So, schauen wir mal, wir sollen irgendwen treffen oder so, habe ich gehört, da ist meine Hexe. Ups, was hat's? Da gerade wo. Oh ja, die Story angefangen. Hey man, are you alright? And I go, yeah dude, how's my bike? Hey, Johnny K. Johnny, how you doing, baby? Hey, what the fuck? Talk to Mr. Quile. Hey, having fun over there? Absolutely. And if I get tested, I have a bag of 12-year-old piss right here. I am real nice. Oh, fuck you, Johnny. You don't judge me. Whoa, calm down, man. Have another drink or something, but calm the fuck down. Oh, hey, watch your mouth, faggot. Tell him. Yeah? Oh, really? Whoa, 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 guys, guys, Billy, Johnny. We got a couple of fucking deadbeats outside. What the fuck is deadbeat? What the fuck do they want? I'm out of rehab 3 minutes, and they think they can crash my party? Come on! Yeah, let's go! Poser, also, ja. Gentlemen! Why the long faces? Might I tempt you in a swift libation, my most trusted and honored guest? I thought we had a truce going. Did you? Funny thing, I wasn't aware. But let me tell you, it's a strange kind of truce that makes you think that it's okay to gate crash my party, deadbeat motherfucker. I'm sorry. You enjoy your little party. I take it the good times are over. No problem, old man. Screw you, you deadbeat prick. Yeah, you can come to my party and gate crash? Come on! Yeah, come on! Ja, ob das so eine gute Entscheidung war, sich hier mit der anderen Gang anzulegen. Wir merken schon, also unser Chef, der Billy, seitdem er wieder da ist, läuft hier alles in eine bisschen komische Richtung. Und ich bin nicht sicher, ob mir diese Richtung gefällt. Ich meine, ihr wisst, ich bin für alle möglichen Arten von Gewalttätigkeiten zu haben. Aber es muss nun wirklich nicht so enden, nicht wahr? Entschuldigen Sie. Da ist mir einer in die Quere gekommen. Ups, oh, auch noch getroffen. Oh, das war aber, glaube ich, ein Zivilist. Ja, I'm very sorry. Ja, wie gesagt, also die Sache mit Billy da gefällt mir gar nicht. Ich glaube, das endet noch ganz schön übel. Und jetzt müssen wir auch noch als sein Lakai sozusagen wirklich hier die rivalisierende Gang umbringen. Ich meine, das ist normal. Wo Gangs sind, gibt es auch Gangkriege. Aber trotzdem, es muss ja nicht sein. Anscheinend gab es ja eben den Waffenstillstand schießen. Oh, das war episch. Ja, der ist tot. Okay, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Er hat ein paar wirklich gut ausgenommen. Ich meine, wir haben natürlich nicht die Wahl. Wir sind loyal und deswegen müssen wir natürlich auch das tun, was unser President des Chapters von uns verlangt. Ganz klar. Ja gut, die Sache hat sich erledigt. Das war's. So viel dazu. Mal eben dem Chef Bescheid geben. Johnny, man. You let those deadbeats sell their buddies a war zone? No, I stopped them. We don't need more brothers dying over this. Sensible Johnny K. Come meet us over on Grummer Road, brother. Na gut. Was hat er jetzt wieder vor? Was hat Billy jetzt wieder vor, ist die Frage. Ich denke mal nichts Gutes. Also, ich habe keine große Meinung von dem President der Lost. Da missfällt mir so einiges, was da abläuft. Hier eine kleine Mac-10 gefunden, die nehme ich doch gerne mal mit. Oder eine Mac-11 sogar. Auffahrunfälle im Tunnel, das kann schon vorkommen. Hier durch den. Ich weiß gar nicht, wie los ist denn. 15 Uhr, mitten am Nachmittag ein paar Morde. Warum nicht? Gerade hier total. Auch noch eben im Berufsverkehr. Wobei ich glaube, in einer Stadt wie Liberty City sind die Straßen immer voll. Die Kurve gerade noch so gekritzt.
kritze die Kurven wie kratzende Katzen, kritzeln die Sitze in kitzelnden Curves. Ja, Nigga, please, wo müssen wir denn jetzt hin? Da aus gerade und uns mit Billy treffen. Ich persönlich bin ja ein riesen Fan dieser Stadt. Also ich mag ja Liberty City extrem gern. GTA San Andreas ist eigentlich nicht so mein Ding, wobei ich ja momentan auch sehr stark San Andreas suchte durch dieses Multiplayer-Gedöns und eben dem Real-Life-Server. Wenn ihr Lust habt, guckt doch da einfach mal vorbei. Wirklich eine extrem witzige Sache. GTA San Andreas gibt es ja mittlerweile auch für ein paar Euro oder eben auch gratis, wenn man weiß wo. Wenn ihr versteht, was ich meine, und macht auf jeden Fall tierisch Spaß, auf dem Server zu spielen. Und ich freue mich ja schon wahnsinnig auf GTA 5, wenn das so wird wie GTA 4 in der Welt von San Andreas, also eben in San Andreas mit Los Santos, Las Venturas und San Fierro, dann wird das unglaublich episch, und das wird es ja. Und da freue ich mich tierisch drauf. Also Anfang 2013. Für die Konsolen, wie lange es dann noch für einen PC dauert, ist natürlich die Frage. Wird wieder ein halbes Jahr dauern, bis es dann für den PC rauskommt. Mal sehen, ob ich es auf der Konsole schon spielen werde oder auf die PC-Version warte, um es dann für euch aufzunehmen. Oder ob ich es vorher auf der Konsole spiele. Natürlich auch mit euch zusammen. These deadbeats won't be screwing around with us anymore. Let the good times roll. Tja, Billy, let the good times roll. Ich weiß nicht, ob das wirklich so im... Ja, ich kann Multiplayer spielen. Das können wir dann gerne auch mal ein bisschen aufnehmen oder ein bisschen machen. Gut, ich weiß es. Ich habe es gelesen. Johnny, wir speichern natürlich. Jason Buck. So, das sind meine Boys und ich würde mal sagen, wir machen mal direkt weiter. Habe ich eigentlich Geld? Ich würde mal gerne wissen, ob ich ein bisschen Kohle habe hier. Liberty City Rock. Die Bullen. Schön vorsichtig. Hallo. Hallo, Officer. Na, wie geht's so? Da fällt mir ein, ich sehe es gerade eben, ich könnte mal ein bisschen Heal gebrauchen. Wir stellen die Hexer mal hier hin. Und besuchen dann mal hier den Hotdog-Verkäufer. Ast reingeparkt, Peggy, Ast reingeparkt. Oh, da klingelt auch schon mein Telefon. Jim ist am Apparat. Hey Jim, what's up? Same old bullshit, Johnny. Can you come and meet me on Aspidin over an actor? Natürlich. Alright, brother. I'll be there. Okay, und von Jimmy bin ich ja schon ein bisschen überzeugt. Der ist mir schon ein bisschen sympathischer als Billy. Aber erstmal hier in Ruhe. Schön einen Hotdog mit allem, ne? Mit Sauerkraut und... Mögt ihr das auch so, Hotdogs? Gibt's ja bei uns relativ selten. Ich kann mich nur mal an die Hotdogs bei Ikea erinnern. Die guten Ikea-Hotdogs. Ansonsten immer nur die Fertig-Hotdogs von Aldi, Lidl und den anderen Discountern bei uns. Ich weiß nicht, ich habe noch keinen Laden gefunden, wo es irgendwie ordentliche Hotdogs gibt. Aber bei uns in Bayern, das ist ja auch so eine Sache, da gibt's ja auch keine Currywurst und so. Das ist ja... eher selten gesehen. Also hier gibt es echt, das ist sehr rar, so richtige Imbissläden mit irgendwie mal einer Currywurst. Also Bratwurst gibt es natürlich oder so, kannst du beim Metzger holen, aber naja. Ist alles eher so lala. Aber jetzt bin ich natürlich total Quatsch gefahren hier. Aber wenn wir vielleicht da die Treppen nehmen, kommen wir vielleicht doch noch hoch. Ja. Oh Gott, John, ich dachte so ein bisschen... Bisschen Motorrad fahren könntest du schon. Er humpelt auch. Also irgendwas scheint mit seinem Gelenk nicht mehr so in Ordnung zu sein. Jetzt komm. Fahr schon darauf. Er hat doch ein Bike mit viel PS. Da musst du doch easy raufkommen. Jetzt hoffe ich, wir kommen von da noch irgendwie zurück auf Straße. Ansonsten brauchen wir die Straße auch gar nicht, wenn wir eben hier so einen schönen Pier haben, an dem wir uns lang bewegen können. Oh, scheiße, da, das lag an mir. Jetzt darf ich mir gleich nochmal einen Hotdog reinpfeffern. Aber ihr merkt schon, meine übelsten Fahrskills, die habe ich natürlich beibehalten. Werden ja auch immer fleißig trainiert. In übelst vielen Rennspielen und natürlich in GTA. Wobei GTA ja auch schon eine Rennautosimulation ist, wenn ich so sagen darf. Ich selber habe ja in GTA San Andreas, also die
Sassy, also Montez Hill und ich zusammen haben da eben uns jeweils einen kleinen Clover gekauft. Das anfangs so ein Startauto von, ich sag mal, das billigste Auto, was man sich kaufen kann. Sieht ein bisschen aus wie der Wagen hier, der grüne, nur mit geschlossenem Verdeck. Mal ein bisschen Radio umschalten hier auf Independent Rock, damit ich da kein Problem kriege wegen Urheberrecht. Ich weiß auch nicht warum, aber bei diesen Radiosendern da ist es irgendwie unproblematisch. Vor allem, also wenn ich oft genug den Sender wechsle, dann passt das schon. Wo fahre ich hier eigentlich lang? Vielleicht sollte ich mich doch navigieren lassen. Entschuldigen Sie, Herr Taxifahrer, ich müsste dann doch mal hier durch. Oder ich müsste mal ein Auto holen, ich weiß nicht. Ich fahre schon auch gern Motorrad, aber ich fahre lieber eigentlich noch Auto. Wir genießen ein bisschen, ja, den nachmittaglichen... Oh, es ist schon Abend, den Sonnenuntergang hier über Liberty City. Da ist eine Tankstelle. Ist auch was, was mir bei GTA 4 so ein bisschen fehlt. Der Realismus, dass man tanken muss und so. Und all das habe ich eben in dem GTA San Andreas Real Life Mod. Aber ich denke, mit GTA 5 werden wir das auch haben. Einen Realismus-Modus mit Tankstellen etc., in denen man auch dann tanken muss. Ich möchte jetzt nicht ins Clubhaus, ich dachte, wir sollten eine Mission machen, Jim. Nein. I've got some free time, Jimmy, but first we do some business, Billy. Jimmy, business. Da hinten stand doch immer ein Helikopter. Zumindest in The Ballad of Gay Tony. Da muss ich jetzt mal gucken, ob da auch noch einer steht, weil dann nehmen wir uns nämlich den. Und dann choppern wir da nämlich rüber. Weil der Chopper ist ja auch... Oh, Boote. Oh, oh, holy shit. Max und ich haben gestern übrigens Days aufgenommen. Da sind sensationelle Dinge passiert. Sensationell geil und aber auch wirklich sensationell traurig. Und schade. Also wir leben und sind nicht gestorben oder sowas, aber es sind ein paar doofe Sachen passiert da auf dem Server, wo wir waren. Aber schaut's euch an im Let's Play. Aber die Folgen werden so bald nicht kommen, aber ich möchte jetzt nicht spoilern, ehrlich gesagt. Mann, wo fahre ich denn hier auch lang jetzt? Ich gucke jetzt mal auf die Karte, wo ich hin muss. Ja, da muss ich natürlich rüber, das ist natürlich... Das ist ja Quatsch. Was ich hier mache, ist wirklich Quatsch. Da drehe ich dann lieber gleich mal um. Ich bin ja ganz woanders unterwegs. Macht ja mal gar keinen Sinn. Also ab zurück. Hat sich meine Hexe eigentlich verändert? Nein, da ist klebt nur Blut am Motor. Wie, oh, wow. Stunt Extreme. Boah, ja, also vom Move her war der geil. Und auch relativ geil abgerollt eigentlich hier von unserem John, muss ich schon sagen. Fand ich jetzt mal ganz nice. Oh, ich werde verfolgt? Wieso werde ich eigentlich verfolgt? Da bin ich jetzt... Ich habe zwar drauf geachtet, jetzt, ich habe gesehen, unten links, da blinkt irgendwas. Aber ich habe es gar nicht so realisiert und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum ich verfolgt werde. Wenn ihr gesehen habt, warum ich verfolgt werde, dann schreibt es bitte unten ins Kommentarfeld. Vielleicht bin ich ja dann ein bisschen weiser und, ja. Wir hören übrigens gerade DJ Scott Brown und Definition of a Bad Boy. Viel Spaß dabei. Wenn wir hier durch die Abendsonne von Liberty City cruisen. Ist jetzt nicht die typische Musik für einen Rocker. Aber ich find's ganz nice. Wie gesagt, ich bin für Musikvorschläge total offen. Packe ich einfach alles, was ihr mal hören wollt, in die persönliche Musikabspielliste. Hier mal ein paar Noten überfahren. Kann man mal gerne machen. Kann man auch so privat ganz gerne, also wenn euch langweilig ist und ihr braucht auch gar keinen Führerschein, einfach ein paar Noten überfahren. Das macht Spaß, da kommt wieder Freude auf. Jetzt wird auch langsam Herbst, jetzt muss ich schon bei uns, geht langsam auch jetzt im September dann wieder das Herbstfest los und die Wiesn ist ja dann auch wieder langsam hier. Ich als Münchner muss ja da nicht hin, denn da war ich schon oft genug und ich muss mir den nicht mehr geben. Also es muss echt nicht sein, so eine Riesen. Ich meine, es ist zwar ganz interessant, wenn du mal rüberläufst und so und das ist halt schon verdammt groß und... Aber es sind halt einfach zu viele Leute. Also es ist unfassbar, was da los ist auf dem Oktoberfest jedes Jahr. Geht gar nicht. Naja. Genießen wir die Klänge und fahren ein bisschen mit dem Motorrad hier Richtung Jimmy. Und dann sehen wir mal, was er vor uns zu tun hat.
Dieser Berufsverkehr macht mir ja total fertig und da wurde, glaube ich, gerade geschossen. Ich hoffe nicht auf mich. Meine Hexer qualmt auch schon ein wenig. Oh, da hat jemand ein Problem mit seinem Auto gehabt. Dem hätte ich jetzt gerne geholfen. Bin aber zu schnell daran vorbeigebraust. So ist das halt. Scheiße.